Gehen wir mal zurück und dreh dich mal rum. Ja, hier, Flapjack Fire. Oh, the Flapjack Fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Okay. So ein Löschflugzeug kann auch nicht so schwer zu organisieren sein, oder? So groß sieht das Feuer noch nicht aus, dass man es nicht löschen könnte. Hm. Sieht alles normal aus. Ja, ist richtig. Gehen wir mal kurz rein. Okay. Ja, sieht eigentlich soweit okay aus. Ja. Irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee. Eigentlich nicht. Na dann. Okay. Ein Ehering. Nimm ihn mit. Warum liegt der hier drin rum? Hm. So, okay. Jetzt ist es wieder wie gewohnt. Ja, jetzt hat er einen Finger. Na dann. Unser Henry kann doch alles springen. Warum springt er nicht einfach vom Turm? Jetzt sind wir, so, jetzt gucken wir auf die Karte. Wir müssen nach Süden. Das heißt, wir müssten eigentlich so rum. Süden. Oder? Ja, warte mal. Nach Süden. Genau, in nee, Süden. Ja, genau. So. Ja, laufen wir dann nach Süden und dann. Einfach immer nach Süden und dann ein bisschen nach Osten. Ja. Ein bisschen nach Osten, das da wo der Kringel ist, da ist ja rechts. Einfach geradeaus nach Süden über den Bach und dann nach Osten. Und dann müssten wir eigentlich ankommen. Komisch, jetzt meldet sie sich überhaupt nicht mehr. Nee. Irgendwas stimmt doch mit der auch nicht. Ja, die hat ist ein bisschen seltsam, die Delilah. Ja. Oder ah. Über den Bach. Ja. Da ist noch eine Supply Box. Ja. Flapjack Fire. Also, na gut, brauchen wir jetzt nicht springen. Naja, kann man einfach so durchlatschen. Man könnte natürlich von Stein zu Stein hüpfen, klar. Wie die Kinder das immer machen. So, schauen wir mal da rein. Eins, zwei. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was von der Story von den beiden Rangern, von den Verrückten. Huch. Hey, da ist noch ein Zettel. Ja. Erst mit der Karte, genau. Klopapier. Ich glaube, du kannst gucken, ob du irgendwas reporten kannst. Nee. Nee. Toilettenpapier nimmst mit, kann man immer mal gebrauchen. Ach nee, kann man nicht mitnehmen. Naja, gut, kann ich jetzt auch nicht sagen. Hi Ron. Ich wünschte mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für den Arsch sind. Meistens schreibe ich ja lieber, aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten in der Zentrale. Sie versteht wohl nicht so ganz, dass ich den Job hier oben angenommen habe, damit ich Ruhe vor ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich ihr sagen soll, habe aber bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich, Dave. Aha. Brokeback Mountain lässt grüßen. Ohne jetzt gemein sein zu wollen. Ja, und jetzt ja, noch jetzt ein Stück nach Süden und dann nach Osten. Oh, da ist der Wald. Da ist genau. Ein Löschdruck im Lager hinter der Kontrolle. Wieder den kontrollierten Brand. Kritische Feuerstelle, da kann man reporten. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks, now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Südöstlich. Das ist die andere Richtung. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Fire? Are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. Okay, guck, da links ist der Tümpel. Ja. Wegstecken, hier kommt was. Ja. Oh, guck mal, was da drin rumsteckt. Das ist ein Schneemobil. Out here. That's crazy.
Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Vor allem mitten im Winter, überlegt man. Ah, den Teich. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Die haben's geklaut? Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. Ja gut, also ich würde es mir nicht unbedingt ins Zimmer hängen, aber nur weil es nicht zu meiner restlichen Einrichtung passt. Oh, guck mal. Camp Arapaho? Ja, irgendwie sowas. Ich habe gerade... Ja, guck mal, da kann man melden. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Kann ich da jetzt... Nee, da nee ich glaube, wir müssen stimmen. Einfach mal außen rum. Geh einfach mal hier lang. Gut. Ja, das funktioniert. Ah, guck mal, da können wir da vielleicht durch die Ebene. Ja, da können wir runter. Weiter Sprung. Ja, das war wirklich ein Stückchen. Guck mal, da können wir. Ein Totempfahl. Ich glaube, wir haben das Camp gefunden. Das Camp. Das ist aber auch nicht mehr das Neueste. I'm at the camp. Great. Have a look around. If anyone's still there, they might be able to help. I'm gonna sound crazy. Maybe you just ask him to help you get inside the fence. If I didn't know it was out there, they probably don't either. This place looks dead, but I'll see what I can find. Mama, alte Hütte, hast du schon mal in deinem Vater? Oh, die alte Hütte zuerst. I guess these little shelters are where they keep the Weeblos. For the past 35 years, yeah. You ever talked to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. Dungeons and Dragons. Frag mal zum Beispiel. What type of nerdy hobbies are we talking about with him? Like, marching band? Oh, no. Like comics, model rockets, wizards and wyverns, you know. Ugh. Hey, thanks to Brian, I can almost recall by memory the armor classes of most dragons. The what? No, you can't. Hey, planar dragon's armor class. Let's see. Okay, no, I believe you. We're good. There are bear traps out here in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Oh, die ist schon ausgelöst worden. Ja. Zum Glück sind wir nicht reingelatscht. So, zink. Bein weg. Sehen, ob ich hier noch irgendwas finde. Nee. Ah, Pfadfinderlager. Hölzerne Stockbetten. Ein Tuch drüber und fertig. Die sind weg. Ja, diese Leute sind weg. Ich fand, wo sie sitzen, bevor sie gepickt wurden. Damit kann ich das Schloss aufbrechen. Ja, bestimmt. Ich fand eine Axt. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Nehmen wir doch mit. Hallo, meine Schöne. Jetzt soll uns noch mal einer dumm kommen. Oh, guck mal, da ist wieder ein Clipboard. Okay. Und Toilettenpapier. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Did it say anything of note? Next few days, dropping into the... Okay, da was ich dachte. Wir können sie zusammenfassen. Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would need someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Schuppenechsen, bestimmt. Kommen sie ein bisschen witzig. Oh, you know, probably just horned toads. And a Wapiti Station clipboard with our conversations on it is just, what, recreation for them? I'm just messing around. Somebody is obviously up to something. I'm freaking out here. At least we know there is something real happening behind that fence.
I think that we should consider that maybe this is all just a coincidence, but my gut says that there is something bad going on. Mine too. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. Sehr gut. Okay, wollen wir den Brief lesen? Ich glaube, wir haben die Zusammenfassung, das reicht, okay. Oder? Wir heben ihn mal auf. Wir können. Ja, da können wir. I found a little trowel. Maybe I should take it with me. Use it to pop open beers. Wow, 99% sure that's for burying poop. I am gonna leave it here. Da klebt sogar noch ein bisschen was dran, guck mal. Lecker. Komm, leg das Ding weg. Guck mal, ob wir irgendwie über das Medicine Wheel zurücklaufen können. Jetzt sind wir hier hinten, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen Richtung Westen bis zum Pond und dann wieder nach Norden. Und von da vielleicht nochmal ein Stückchen nach Westen. Dass wir dieses Medicine Wheel mal gesehen haben, das interessiert mich nämlich wirklich. Ja. Okay. Also erstmal zurück zum Teich. Der Henry ist doch ganz schön fit, ne? Ja, der rennt die ganze Zeit. Ohne. Das ist wie so ein dicker italienischer Klempner. Der hat auch unendliche Ausdauer. Ja, ja, den kenne ich auch. Ja, ja, ne? Hat man schon mal gehört, ja? Also, nicht weiter. Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch, da sind wir runtergesprungen. Ja. Aber da kommen wir doch bestimmt irgendwo rüber. Da können wir doch bestimmt rüberspringen. Ja, ja. Oder auch halt nicht. Können wir halt. Guck mal. Beschädigter Baum fällen. Okay. Wir haben doch unsere Axt. Okay, Inventar. Nee, einfach hingehen und umhauen. Dann von der Seite. Ja, fällt. Schön. Gut, dass er in die richtige Richtung gefallen ist. Ja, ich glaube, wir müssen drüber stehen. Ja. Okay. Cool. Ist gut. Guck mal kurz auf. I had a thought. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right. So, tell me what you think of this. Was denn, was bei dir los? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Tag 77 und das ist für uns das Zeichen, hier mal eine Pause einzulegen, weil sonst kommt gleich noch jemand hier reingestolpert und quakt uns in die Aufnahme. Wir sagen danke fürs Zuschauen, wir warten jetzt noch kurz den Anfang vom Tag ab. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the 50th time today. The Flapjack Fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, Sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Was kann sie denn für uns tun? Mich hier rausholen. Wollen wir sie mal fragen, warum sie so munter ist? Ja, klar. Sleep a wink last night and I've been going crazy for the past 6 hours of sun up. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Wir sehen uns das Pflanzenposter an, aber das erst in der nächsten Aufnahme, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Firewatch mit dem Patrick, der neben mir sitzt. Hallo. Wir müssen uns das Poster angucken. Genau. Das Pflanzenposter. Truck Washington, der amerikanischste Truck überhaupt. Und es ist der Juli aufgeschlagen. Guck mal, zoom mal auf den 4. Juli. Steht ja nicht mal was drin, ist ja langweilig. Die machen America nicht mehr great again. Sei ruhig oder ich schmeiß dich raus. Ja, heute ist tatsächlich der Tag, an dem Donald Trump denn der 45. Präsident der Vereinigten Staaten wurde. So. Das soll uns hier aber nicht interessieren. Hier ist es das Jahr. Okay, neun. Yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Irgendwann in den 80ern, oder? Wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. Zweite von links. It's the, ja. No. You don't need to tell me, just internalize it. It's a great tree. And there's an area called that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Ach ja. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Funk mich an, sobald du da bist. Kann okay. Achso, wir haben das Poster. Wir haben das Poster schon gemeldet. Haben wir irgendwas Neues? Nö. Jetzt muss ich gerade mal gucken, warte. Gib mir mal dir die. Ach Gott, Steuerung. Okay. Also, Cottonwood Creek. Also wir waren ja da unten und haben die Axt geholt, ne? Da müssen wir jetzt auch wieder hin, weil der Baum war der Cottonwood. Und es gibt einen Platz, der heißt Cottonwood Creek. Und ich schätze mal, den meint sie. Ja, also wir können uns das natürlich anschauen oder wir gehen halt zum Gate, zur Wapiti Station. Oder doch Wapiti, genau. Ich glaube, wir sollten erstmal zu Cottonwood Creek runtergehen. Okay. So, Rucksack. Los geht's. Hey, das Feuer ist immer noch da. Ja. Wir haben es genannt Flapjack. Flapjack steht drüber, wenn du mit der Maus drüber gehst. Oh. Naja, egal. Der flackernde Mauszeiger sollte jetzt übrigens auch weg sein, der die letzten Aufnahmen ein bisschen mitgenommen hat. Das kommt durch den Steam-Controller, ne? Ja, das kommt, weil es eigentlich für Tastatur ist und der Steam-Controller Maus und Tastatur emuliert. Ja, so, wo müssen wir jetzt nochmal? Wir müssen nach Süden erstmal. Du läufst nach Norden. Ich habe gerade nur geguckt, wo der Typ hin zeigt. Nee, der zeigt nirgends hin. Süden ist auf der Karte unten, das heißt, wir müssen nach Süden. So einfach ist es. Ein neuer Tag. Ja. Oh. Eine Uhr wäre doch ganz praktisch. Ja, es scheint morgens zu sein. Irgendwann vormittags um 10 rum, ne? Kommt hin. So. Ich denke mal, ich bin richtig, oder? Ja, klar. Dreh mal Richtung Süden. Da, den kleinen Pfad runter. Komm, ich tu mal ein bisschen rennen. Lieber nicht, ich krieg gerade die tolle Meldung, Encoder überlastet. Lauf mal langsam. Echt? Oh. Ja, der war gerade eingeblendet, aber ich glaube, hat sich gelegt, kannst wieder. Ja, das geht gut. Genau, und über das Flüsschen. Ja. Spring mal über alle Steine, vielleicht gibt's ein Achievement. Also nicht. Und. Zeitlupe! Okay. Ja, was? Vielleicht gibt's ein Achievement, wenn du nicht ins Wasser tatschst, sondern einfach da drüber springst. Oh, schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Also, oh, Toilettenpapier. Komm mit. So, ich muss jetzt mal. Okay, ich tu das einfach weg. Super, jetzt hast du Umweltverschmutzung. Ne? Was war denn so? Egal. Was war das? Egal. Lauf erstmal noch. Ich muss aber kacken. Guck nochmal auf die Karte, bitte. Sehr, sehr gut. Oh, wo sind wir? Aha. Okay, jetzt noch ein Stückchen nach Süden und dann nach Westen. Oh Gott. Da habe ich meine Stimme kurz nicht unter Kontrolle gehabt. Ich bin ja auch gerade erst 14. Stimmbruch. Ja, ganz schlimm, ne? Der ist gar nicht 14, der tut nur so. Also, ich wünschte, ich wäre nochmal hier lang, ne? Westen, genau. Ja. Ach ja, war eine schöne Zeit, eine einfache Zeit. Ja, das ist richtig.
Da war Trump noch nicht Präsident. Ja. Ja. In welchem Jahr war... So ein Präsident, der ist 4 Jahre im Amt, ne? 4 oder 8, je nachdem, wo man nochmal gewählt wird. 4 oder 8. Ja, ja. Hm. Ach, da ist so ein Baum, siehst du? Aha. Ich glaube, der ist abgefackelt, oder? Oder hat er einfach nur Blätter verloren? Wirklich, ich weiß es nicht. Hm. Warte mal. Da war doch, war da nicht irgendwas? Jetzt habe ich es gerade... Nö, das ist nur eine Texturfeder im Schatten. Ach so. Oh. Scary. Bisschen wie bei The Witcher, ganz am Anfang. Ja, ja, das, daran habe ich gerade auch gedacht. Kann man den anfunken, den Baum? Ich meine, die Dings. Ach, siehst du? Großer Baum, Karte aktualisiert. Nee, wir müssen was finden. Aber was?